Im Grunde ist es dann so, dass wir uns das Leben so erschaffen, wie es uns gefällt. Genau, nur dass wir aus einer grundlegenden Überzeugung von Mangel und von Trennung kommen. Und aus dieser Idee oder aus dieser Überzeugung alles bebildern. Also wir machen die Bilder dann entsprechend dieser Überzeugung. Aber es gibt sie nicht. Es gibt sie nicht, genau. Und es gibt ja auch keine Illusion. Es gibt ja nichts, was nicht wirklich ist. Aber wir scheinen ganz offensichtlich daran zu glauben. Ne? Ich bin hier, du bist da. Wir scheinen an Trennung felsenfest zu glauben. Mhm. Sonst würden wir uns gar nicht treffen können. Wir würden gar nicht hier sitzen, weil es wäre eh klar im Geist, es gibt gar keine Frage. Es ist klar, alles ist klar. Es gibt nicht so etwas wie jemand anderen oder ich auf dem Weg zu Gott oder ich will mich an Gott erinnern. Das ist ein absurder Gedanke an sich. Ne? Aber wenn wir daran glauben, dass wir getrennt sind, dann gibt es sowas wie einen Weg, dann gibt es sowas wie eine Lehre, die uns zurückführt, dann gibt es sowas wie eine Hand, die uns gegeben ist, damit wir ihr folgen können. Ne? Aber das muss dann trotzdem sinnvoll sein, dass wir diese Trennung sehen. Für das Lehren, dass sie aufgehoben wird, ne, in unserer Erfahrung, dann hat es ja wohl einen Sinn, absolut. Und dann ist dieser Sinn nicht mal klein. Ne? Wenn die Trennung dir hilft, dir zu zeigen, dass es keine Trennung gibt und du dich erinnerst, wer du bist, dann ist es sehr, sehr sinnvoll für diese Lektion. Dann brauchst du das sogar. Du brauchst Trennung, du brauchst diese Welt, um das lernen zu können. Du brauchst praktische, konkrete Momente, Situationen, Gegebenheiten, um zu sehen, mein Glauben in die Einheit hat sich bewahrheitet. Es ist tatsächlich so. Das kommt aus mir heraus. Richtig. Da ist es ja nur, was rauskommt. Genau, richtig. Und du bist es natürlich. Also eine Rückkehr zu Gott ist eigentlich nicht möglich, weil wir ihn nie verlassen haben. Aber in unserem Glaubenssystem sieht es so aus wie eine Rückkehr. Sieht es so aus wie ein gegenwärtiges Erinnern an, ach ja, das hier war ja nie so. Der Weg hört sich also sehr, sehr nah zum Jahr an. Wenn man vorhin von dem Nektar getrunken hat, ja, kann man nicht aufhören. Genau. Und es ist wirklich nur eine Reise durch unser eigenes Wertesystem. Ja, das hört sich so, ach ja, jetzt habe ich es gefunden. Ja, und das ist auch so, ne? Weil wir kriegen immer, das alte Denksystem kommt immer rein und nimmt auch das oder irgendwas an die Hand und lässt es schwierig aussehen. Aber ich würde sagen, mit je mehr Klarheit und auch je mehr Glaube durch Erfahrung wir sammeln, durch das hier, ne, durch unseren Tag, merken wir, ey, es gibt keine Distanz. Es war nur ein Glaube. Egal, auch wenn ich jetzt gerade was Doofes gemacht habe, ne, oder mich total geirrt habe, jetzt ist ein neuer Moment. Und ich kann jetzt die Vergangenheit komplett loslassen. Und das ist wieder, das ist fürs alte Denksystem, ist das Ketzerei. Ja. Weil du musst das doch jetzt wieder gut machen. Du musst dich doch jetzt dahin arbeiten, wieder eine Woche ins Yoga Vidya oder ein Wochenendseminar bei Swami, weiß nicht, bei dem oder bei dem oder bei dem, das da alles so, damit du wieder gut bist, ne, so ausgerichtet. Aber zu sagen, wer bin ich denn dann, wenn ich das alles nicht mehr mache? Ja, genau. Und vor allem, wenn ich jetzt vollkommen neu bin. Ja. Die Vergangenheit ist vorbei. Ohne irgendwas. Und du kannst es noch ein Stück weit mehr in die Korrektur bringen und zu sagen, er hat es dahin getan, wo wir es auf keinen Fall verlieren werden und auf jeden Fall finden werden. Genau. Ja? Weil er will ja vollkommen erkannt sein. Er ist ja nicht nur, schicke ich die mal auf die Welt und dann verstecke ich mich. Und dann wollen wir mal gucken, was passiert. Ne? Lass die Spiele beginnen, so ungefähr. Das wäre recht grausam, ne? Wenn wir uns angucken, wie das hier läuft, unsere Suche nach Gott. Also so richtig erfolgreich sind wir noch nicht im Außen. Das ist die Geschichte. Ja. Aber wenn wir es zurückbringen zu Ursache und Wirkung, was ich mir gebe, empfange ich. Ich will mich also eine neue Geschichte lernen.
Ich will mich nicht lehren, dass Gott sich vor mir versteckt oder dass es schwierig ist, sondern es ist unvermeidbar und offensichtlich. Genau, es braucht eine Wandlung, weil ich will mir die alte Geschichte nicht mehr geben. Ja. Ich will ihn ja erkennen. Ne? Ich will mir nicht noch mehr Lektionen in den Weg stellen. Also es gibt beim Coaching Metapositionen, und wenn ich zum Beispiel aus mir jetzt heraustrete, das Universum in dem Sinne vergegenwärtige, dass ich Gott bin, mich sehe in personifizierter Gestalt und das sehe, was ich sehe. Das ist natürlich hervorragend, um dein Gewahrsein oder dein Bewusstsein zu erweitern. Ne? Aber sobald es, wir sind ja hier im Bereich von Wahrnehmung und Bewusstsein, ne? Und das ist immer Lernen. Das heißt, solange Wahrnehmung da ist, solange ich morgens aufwache und da ist meine Hand vor meinem Gesicht, dann gibt es was zu lernen. Das ist noch nicht die Wahrheit. Wenn die Lektionen gelernt sind, verschwindet Wahrnehmung. Dann wird Wahrnehmung nicht mehr gebraucht, weil es keinen Bedarf für Lernen gibt. Oder mit anderen Worten, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Mit anderen Worten, ich bin bei euch, bis die Notwendigkeit für Lernen vollendet ist und ihr alles gelernt habt, was ihr zu lernen braucht, damit Gott euch komplett erinnert. Gott macht den letzten Schritt. Wir müssen nicht sozusagen den letzten Schritt erarbeiten, den macht er. Wir schaffen nur die Bedingungen in uns, dass sein Frieden uns erreicht und wir ihm nichts mehr in den Weg stellen.